Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist der Tag danach, sage ich jetzt mal. Ja, meine süße Angelina ist gestern Abend um 22 Uhr ungefähr heil zu Hause angekommen und alles ist gut gegangen und das beruhigt mich natürlich dann auch. Da ich mein Bär. Hallo Schatzi. Hallo mein Schatz. Ja. Die zwei vermissen Angelina auch. Sehr sogar. Da ist noch die Matratze, wo Angelina drauf geschlafen hatte. Die habe ich gestern nicht mehr weggeräumt, weil ich wollte das alles heute in Ruhe machen. Und ja, wie soll ich das sagen? Gestern war so, als sie dann endgültig in Zug eingestiegen ist und wir dann da so am Bahnhof standen und dachten so, jetzt ist sie weg. Waren so ein bisschen die Gefühle Achterbahn gefahren. Ich habe mir geschworen, am Bahnhof nicht zu weinen. Ja, ich habe meine Schwester angeguckt und meine Schwester war total am Heulen. Und ich habe dann sofort auch angefangen, weil, ja, es ist einfach. Ja, ich finde das halt einfach so krass, was so ein paar wenige Tage mit einem ausrichten können. Und wenn du einen Menschen wirklich so gern hast und ins Herz geschlossen hast. Und das haben wir einfach. Es hat einfach irgendwie alles gestimmt. Wir haben uns verstanden, Angelina und ich. Sie hat sich sofort auf Anhieb mit meiner Schwester verstanden, mit meiner Mutter verstanden. Da war irgendwie sofort diese Sympathie da, dieses Gefühl irgendwie, sie gehört einfach dazu. Und das war im ganzen Wochenende so irgendwie. Man wollte überhaupt nicht darüber nachdenken. Wir lagen Sonntagabend im Bett und es war dann schon 0 Uhr durch. Und Angelina so, ja krass, nächste Nacht schlafe ich schon wieder bei mir zu Hause. Und ich so, nee, wir wollen da gar nicht drüber nachdenken. Also es war schon, ja. Die letzten 2 Tage werde ich euch wahrscheinlich im Laufe des Vlogs einfach mal so ein bisschen erzählen, weil ich hatte die letzten 2 Tage, wo Angelina da war, einfach nicht mehr gevloggt, weil ich einfach auch die Zeit genießen wollte mit ihr. Und deswegen haben wir uns entschieden, ab Sonntag da nicht mehr zu vloggen. Das werde ich euch alles erzählen. Es gibt aber ganz, ganz viele Fotos und die werde ich euch dann auch einblenden. Deswegen denke ich, dieser Vlog wird wieder ziemlich groß und ziemlich lang. Und ich würde einfach sagen, ich wünsche euch an dieser Stelle einfach mal ganz, ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Da liegen meine zwei süßen Mäuse. Die liegen noch wie gestern angezogen. Also Thalia hat den grauen Langarmbody an und dann hat sie eine Hose von Angelina geschenkt bekommen. Ganz süß. Und die passt ihr auch richtig gut. Und die werde ich gleich mal umziehen, die Mäuse, die zwei. Und Milan hat auch ein komplettes Set an, was Angelina ihm geschenkt hat. Also dieser Pullover und die Hose. Ja, die hatte Milan dann halt auch gestern an, als er mitgegangen ist zum Bahnhof. Und hier herrscht Chaos. Ich muss mich da jetzt erstmal durchwühlen, was jetzt in die Wäsche muss und was ich jetzt schon direkt einräumen kann. Und ja, deswegen werde ich das jetzt alles erstmal in Ruhe machen. Ja, meine Katze ist auch da. Meine Katze, da ist die Nala-Maus wieder. Genau. Du schnurst ja, du Süße. Ich werde jetzt erstmal loslegen hier mit dem Chaos. Werde das jetzt erstmal beseitigen, damit mein Zimmer jetzt wieder hier ordentlich ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, nächstes Update. Es ist jetzt, glaube ich, schon gleich 2:30. Meine Mäuse liegen hier, da auf dem Bett. Die werde ich jetzt zum Mittagsschlaf hinlegen. Ja, und mein Zimmer ist aufgeräumt. Jetzt liegt nur noch die Decke auf dem Wickeltisch. Und hier Matratze ist weg. Alles aufgeräumt. Die erste Folie Wäsche ist jetzt auch hier oben und hängt schon. Die zweite hole ich jetzt. So, hier sind die zwei kleinen süßen Mäuse. Thalia hat ihr H&M-Set an.
mit diesem Gesicht hier drauf und der Blümchen-Leggings. Das hat die Mausi an, ne? Und ihren Lieblingsschnulli hat sie wieder. Milan hat seine Jogginghose an. Einfach so grau, hellblau ist die. Mit grau-weißen Socken und den süßen Langarm-Body hat der an. Und ja, ich werde das Bett fertig machen, sodass die zwei jetzt Mittagsschlaf halten können. So, dann haben die zwei hier Platz. Dann lege ich dich jetzt hier ins Bett. Und dann sehen wir uns gleich. Und jetzt schlafen sie gleich ein. Da ist der süße Milan. Seine Haare wieder. Er ist so voll mit seinem Schnuffeltuch. Genau. Hier ist alles aufgeräumt. Und jetzt werden wir noch die Rolllade runter machen. Genau. Ja, meine Lieben, ich wollte euch gerne noch erzählen, wie die letzten 2 Tage hier abgelaufen sind, wo Angelina noch da war. Da ich ja ab Sonntag nicht mehr gevloggt habe. Der Sonntag war bei uns 30 Grad geworden. Deswegen haben wir uns entschieden, in den Pool zu gehen. Wir haben gegrillt, lecker. Wir haben ganz lecker gegessen. Wir hatten alle unsere Babys dabei gehabt am Sonntag unten im Garten. Melina und Emilia waren dabei und die Kleinen, die 4, waren dabei. Ich hatte euch ja versprochen, ich habe Fotos vom Sonntag. Die werde ich euch jetzt einfach mal ein wenig einblenden. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me Ja, das waren die Fotos vom Sonntag. Jetzt kommen wir zum Montag. Am Montag ist dann gar nicht mehr viel passiert, weil es war einfach so, am Montagmorgen war für uns schon so ein bisschen, ja, Wehmut da gewesen. Es war Aufbruchstimmung. Angelina hat halt alles gepackt für sich wieder und für die Kleinen. Und ja, es war halt einfach so. Ja, du wusstest halt noch ein paar Stunden und dann ist, ja, ist Angelina auch wieder weg und das ist so, ja, um 17:46 Uhr war es ja dann soweit. Sie ist dann in den Zug eingestiegen. Ich habe ihr ja noch geholfen in den Zug rein und, ja, dann war es soweit. Wir konnten uns gerade eben noch einmal kurz drücken, umarmen. Ja, das war unser Wochenende, meine Lieben.
Ich denke mal, ich verabschiede mich jetzt für diesen Vlog. Ich habe heute noch zwei Maschinen Wäsche vor mir. Die anderen beiden stehen jetzt schon auf dem Balkon und trocknen so ein bisschen. Und die zwei Maschinen werde ich jetzt noch durchwaschen, dass ich das dann alles wegkriege. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und danke fürs Zuschauen. Ciao!